Kennt ihr diese Jungs noch, meine lieben Freunde, die entweder das getan haben oder das, was letztendlich am stärksten war, ihre stärkste Waffe? Herzlich willkommen zu meinem Blitzvideo, zu meinem Blitzbild, die Herrschaft des Drachen. Denkt daran, ich habe in allen meinen Videos Timelines angelegt. Nach dem Intro geht es los. Wir harren der Ankunft des Elbenfürsten. Es sei denn, ihr erobert die Krone. Schauen wir uns als allererstes mal meine Statistiken an. Ich bin über das Hardcap oder das Softcap 50 gegangen bei der Kraft. Das braucht ihr aber nicht wirklich. Da reichen auch schon ja 25 aus. Bei der Kondition reichen rein theoretisch auch schon, also nicht bei der Kondition, beim Geist reichen auch schon 17 aus. Ich bin aber auf 40 gegangen, weil ich einfach die Punkte habe. Das, was ich euch so sage, ist immer so, das eine ist mein Bild, was ihr hier gerade wirklich seht, und das andere ist, was es so das Minimum ist. Das Minimum natürlich bei der Kondition sind 34, genauso wie auch bei der Stärke sind 34 das Minimum. Das solltet ihr auf jeden Fall haben, genauso auch wie beim Glauben 34 Minimum. Das sind so diese drei Steps, wo ich sage, Kondition, Stärke und Glaube, die müssen bei 34 sein. Ihr seht es bei mir, ich bin höher gegangen, einfach weil ich diese Punkte habe. Wichtig, das ist ein Glaubensbild. Ne? Dieser Blitzritter der königlichen Hauptstadt, die bis zum Tod treu sind, ist ein Glaubensbild. Darüber hinaus kann man natürlich noch sagen, Stärke, klar, reicht eigentlich auch schon. Also Stärke habe ich ja gesagt, 34, Kondition 34. Ja, Geschick reicht eigentlich auch schon aus, wenn das 22 ist. Das ist so die Minimumanforderung, würde ich sagen. Ich bin da aber auf 35 hoch, wie gesagt, weil ich einfach die Punkte habe. Und das, was ihr gänzlich eigentlich vergessen könnt oder eigentlich nicht beachten braucht, ist Weisheit und Arkanenergie. Wie gesagt, das ist ein Glaubensbild dieses Jahr Blitzritters. Denn diese Ritter haben eine uralte Geschichte. Sie sind natürlich die ja Wächter der königlichen Hauptstadt. Oh, ich bin dabei stehen geblieben, dass sie die Wächter der königlichen Hauptstadt sind, meine lieben Freunde. Ganz klar, hier treffen aber zwei Glaubenssätze aufeinander. Die Wächter der königlichen Hauptstadt haben den Grundglauben, oder der vorher da war, der Glauben an die Drachen. Und das wurde nachher vermischt mit dem Glauben an der goldenen Ordnung, die erst später kam. Das heißt also, der Ursprung dieser Ritter ist in den Drachen begründet. Und deswegen ist das auch das Blitzbild. Und da gucken wir uns mal an, was ich hier am Start habe. Zum einen habe ich das Segen des Drachenblitzes. Das soll die Verteidigung stärken. Darüber hinaus der Segen des Erdenbaums. Da reicht aber auch die Gunst des Erdenbaums letztendlich aus. Und dann habe ich natürlich der goldene Schwur. Der verstärkt alle Angriffe, Talisman, alles Mögliche. Also nicht Talisman, sondern Aufrufung. Oder Zauber, der ist einfach ein Must-Have. Dann natürlich, wie soll es auch anders sein, der Blitzaufruf für die Waffe. Und bei der Waffe handelt es sich um den großen Speer, der zwei Attacken hat. Der Stoßattacke, die einfache Stoßattacke. Und dann hat er auch noch das hier. Das bedeutet, er kann also, das ist ja einfach die Gabe des Speers. Der Speer kann also sich in die goldene Ordnung umwandeln und damit dem Tod, ja, den lebenden Toten ein Ende bereiten. Gehen wir einfach mal weiter. Gucken wir mal, einer meiner Lieblingsattacken ist der Blitzspeer. Und das ist dieser hier. Ja, wir werfen da Speere auf Feinde und dann haben wir den Blitzschlag nach vorne gerichtet, und dann haben wir den gezielten Blitz. So, und dann haben wir natürlich
Den eisigen Blitzspeer finde ich mega geil, das Teil. Ich werde euch natürlich zeigen, woher auch. Und jetzt wird's richtig heavy. Der Blitzspeer des uralten Drachens. Ja, der kreisförmig nach außen geht. Und dann haben wir der Blitzschlag des uralten Drachens. So, und das schauen wir uns jetzt mal ganz in Ruhe an, meine lieben Freunde. Sie sind die Wächter der königlichen Hauptstadt. So, der Segen des Drachenblitzes. Der gibt euch einen Schutz von 35% bis auf Blitz selber. Das nicht. Ihr findet den hier oben. Ich zeig's nochmal langsam. In der Kirche der Sturmrufer. Genau hier oben. An dieser Stelle seid aber gewarnt auf dem Weg hierher. Ich bin im Prinzip von hier hochgeritten. Und hier genau auf diesem Feld habe ich Besuch gekriegt von einem uralten Drachen. Ja, den gab es einen netten Kampf gerade eben, dann hat er sich aber wieder ertrollt. Keine Ahnung, ob der mich mag, weil ich jetzt auch blitzblank bin. Was für ein schlechter Wortwitz. Also, ganz klar, hier findet ihr den Buff 35% mehr, ja, Resilienz nenne ich einfach mal, Widerstandsfähigkeit und ab zum nächsten Zauber. Also, nächster Zauber ist letztendlich auch sehr gut zu finden. Segen des Erdenbaums. Das ist im Prinzip ein Upgrade zum Gunst des Erdenbaums. Das bedeutet, das ist für alle Zauberer und Magier meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Gerade wenn man im Koop spielt. Dieser heilt euch. Der gibt euch einen großen Segen und natürlich auch eure Verbündeten. Und ihr findet den genau hier. In dem Schlafgemach der Königin. Das ist im Prinzip die letzte Station. Hier vorne ist ein Assassine. Das darf ich nochmal sagen. Der ist ganz schön eklig. Wenn ihr nachher zum Bossfight hier oben geht. Ich weiß gar nicht, ob ich den alleine gemacht habe oder damals im Koop. Na, das ist der Weg zum Erdenbaum. Nachher auch zum großen, großen Finale. Aber es gibt ja noch viele, viele andere Bosse. Wie gesagt, hier findet ihr den Segen des Erdenbaums. Kann ich jedem empfehlen. An dieser Stelle darf ich aber sagen, dass der, ich glaube, 34 Glaube verlangt. Das ist gar nicht wenig gewesen. Schauen wir noch mal rein, damit ich jetzt keinen Quark erzähle. Segen des Erdenbaums. Glaube an die 38 sogar. Halleluja. Ne? Der gewährt euch halt so einen großen Segen des Erdenbaums. Und dann gibt es halt das kleine Upgrade, ist die Gunst des Erdenbaums. Wenn ihr das habt, solltet ihr das verwenden. Wie gesagt, das große gibt es hier, wo ich es euch gezeigt habe. Als nächstes kommt der goldene Schwur. Das gibt auch nochmal einen Buff. Das heißt, die Verteidigung und die Angriffsrate wird nochmal um 15 oder 10% erhöht. Das zeige ich euch gleich, wo ihr das findet. Der goldene Schwur habe ich, seitdem ich ihn gefunden habe, immer wieder verwendet. So sieht er aus. Sehr schön. Wird definitiv auch in meinem Bild der goldenen Ordnung drin sein. Aber jetzt zeige ich euch, wo ihr ihn findet. So, der goldene Schwur, meine lieben Freunde, findet ihr an einem total ungewöhnlichen Ort hier bei diesem Zauberer. In der Hütte mit Leichengestank. Na, an dieser Stelle, das ist kurz vor, ja, Richtung Vulkan, Haus Vulkan. Hier geht es aber nicht weiter, es muss ja einen anderen Weg geben. Habe ich auch schon, glaube ich, gezeigt, keine Ahnung. Aber ich will euch das zeigen, wo kriegt ihr den goldenen Schwur? Den kriegt ihr hier, Hütte mit Leichengestank. Halleluja. Na, kann ich definitiv empfehlen. Ich habe es bei der Erkundung, ich bin hier mehrfach lang geritten, weil ich den Weg zum Haus Vulkan gesucht habe. Ich habe es aber dann geschafft. Also wer auch hier ist, kleiner Tipp hier an der Seite ist eine Leiter, um hier oben den Weg nehmen zu können. Ja, nachher, um den Weg hier rüber zu nehmen, dann darüber, dann darüber, dann darüber, dann darüber, dann da bist du beim Haus Vulkan. Halleluja, ist richtig umständlich. Gut, aber ich will nicht so viel quatschen. So, auf zum nächsten Zauber, meine lieben Freunde. Für diesen Zauber, weil jetzt kommen wir endlich mal zu den Blitzen, heilige Ordnung haben wir hinter uns. Für diesen Zauber müsst ihr das Gebetsbuch des Drachenkultes gefunden haben, meine lieben Freunde. So, und das gebt ihr entweder ab hier, bei ihm hier, dann könnt ihr Zauberei und Aufrufung, ne, wenn ihr das Buch abgegeben habt, könnt ihr Zauberei und Aufrufung lernen. Ich habe zum Beispiel das Gebetsbuch des uralten Drachens hier abgegeben und habe die beiden
natürlich mitgenommen. Gunst des Segens habe ich auch hier bekommen. Also wie gesagt, entweder könnt ihr das hier machen. Ich zeige euch das mal. Das ist halt in der Kirche des Geblümten oder so ähnlichen, Gebutterten auf Deutsch gesagt. Hier könnt ihr aber auch, sage ich gleich noch was dazu, also hier, entweder hier in der Kirche, hier könnt ihr aber auch, wenn ihr die Segensträne habt oder so ähnlich, könnt ihr hier Buße tun, falls ihr mal einem NPC was getan habt und braucht den aber nochmal, könnt ihr hier diese Tränen abgeben und dann ist alles vergeben und vergessen. So, entweder, also wenn ihr diese Bücher habt, entweder hier abgeben oder natürlich in der Tafelrunde bei dem komischen, ja, Propheten oder wie auch immer, genau. Dort könnt ihr das abgeben. Wo ihr das Buch findet, zeige ich euch sofort. Oh, das Buch des Drachenkultes findet ihr hier, genau bei dem Ritter, der hier hin und her patrouilliert. Das ist der, der auch mit Blitzen auf euch schießt. Naja, bin ja mal gespannt, was wir jetzt so alles an den Start bringen, um uns gegen den zu behaupten. Wo läuft er denn hin? Komm mal her, du Hafensänger. Schau dir mal einen Blitz um die Ohren, was hältst du denn davon? Bam! Ja, genau. Der Junge hat das Gebetsbuch auch am Start. Halleluja, das war ein geiler Stoß. Ja, so sieht es aus. Aber der war größer wie ich. Das war ja unfair. Also von dem bekommt ihr halt das Gebetsbuch. Was ihr braucht, das bringt ihr, wie gesagt, entweder zu dem, entweder hier oben in die Kirche, ne, und dann könnt ihr diese Aufrufung lernen, oder halt hier unten in die Tafelrunde zu unserem kleinen, ja, Propheten, dort, wo wir eh auch Heilige Ordnung lernen können. Okay, gucken wir uns mal das nächste an, der nächste Zauber, den wir am Start haben, den haben wir jetzt, der Blitzspeer. Na, den könnt ihr auch aufladen, das geht aber auch schneller. Das sind die kleinen Varianten oder ihr ladet ihn auf. Die Reichweite ist so lala und das zeige ich euch, wo ihr den jetzt findet. Ich habe mich gar keinen Millimeter wegbewegt, weil ich ganz klar auch hier am richtigen Ort bin. Für diesen Zauber, der Blitzspeer, meine lieben Freunde, müsst ihr auch den gleichen Ritterblatt machen wie für die andere Zauberbeschwörung. Na, nicht der goldene Schwur, sondern die Blitzwaffe. Also er hat beide Bücher, die ihr braucht, um diese Blitze zu erlernen. Als nächstes holen wir uns den Blitzschlag. Der ist auch nicht schlecht, meine lieben Freunde. So, der Zauber Blitzschlag, meine lieben Freunde. Der ist auch etwas tricky zu finden. Ja, der diese Blitze nach vorne schießt. Natürlich cool, wenn mehrere in einer Reihe sind. So. Ich bin von hier, von dem Randgebiet des leidenden Dorfes auf der Halbinsel der Tränen. So, da bin ich hier so ein bisschen hochgeritten, da vorbei. Nicht mit der Höhle verpassen, Tunnel, ne, von Morne, das ist wieder was anderes. Also ihr müsst hier oben bleiben und dann geht es folgendermaßen. Dann geht es hier runter und hier unten... Meine lieben Freunde, da seht ihr schon, da sind ein Haufen Blitzblumen, aber halt auch diese ekligen Viecher. Ja, und das ist wichtig, Glückskäfer oder ein Mistkäfer. Und dieser Mistkäfer, der droppt euch dieses Buch oder diesen Zauber gleich und dann wieder ab in die Küche und ab dann halt, ja, zum Lernen, damit ihr diesen Zauber dann einfach am Start habt. Gut, also wie gesagt, genau hier in dieser Ecke ist das. Ihr müsst aber von oben runter. Okay, wir schauen uns jetzt aber mal den gezielten Blitz an. Das sind natürlich gezielte Blitze, natürlich die Kugel. Jetzt breche ich mir hoffentlich nicht den Hals. Nein, nicht so weit. Jawohl, gut. So. Wo seid ihr denn hin? Na, du bist noch zu weit weg. Da, ihr seid doch schön, ja.
Bam. Toll. Ja, was ist denn hier los? Ich hänge hier rum. Ah, es geht nämlich das Geblitze schon wieder los. Ach, gut. Das wird doof, wenn die unten drunter hängen. Da machen wir es halt anders. So. Schnick, schnack, schnuck. Euch werde ich auch noch los. Wenn die genau unter mir flattern, ist das Quatsch mit dem gezielten Blitz. Aber ich will euch das zeigen. Also ihr seht schon, hier Blitz und blinkt es überall. So. Bam, jetzt sieht der Blitz unerledigt. Da ist noch irgendwo so ein Vieh. Bam, erledigt. So, und hier ist halt dieser Glücksgeber oder wie auch immer dieser Glücksgarabäus. Und hier könnt ihr den dann natürlich einsammeln, wenn ihr den Blatt gemacht habt. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten, zum eisigen Blitzspeer. Ich persönlich finde den eisigen Blitzspeer mega geil. Jawohl, gerade wenn so eine Gegnergruppe vorne weg ist, ist der richtig gut. In Einzel, meine lieben Freunde. Und in Einzel, genau dort, wo ihr einen Bossfight habt, weil den eisigen Blitzspeer bekommt ihr als Belohnung gegen den, ja, blutigen... Oh, Halleluja. Gegen den blutigen Söldner. Das bekommt ihr hier. So, gucken wir mal, wo das genau ist. Das ist Einzel hier. Das findet ihr, wenn ihr im unteren Gebiet sind. Na, hier dieser... Drachensoldat oder Drachenblutsoldat. Hier ist dieser Bossfight, von dem bekommt ihr den. Viele waren schon in der Einzel, das weiß ich auch. Und ja, Schleusentor der Einzel. Muss ich mal gucken, wie kommt man denn hier runter? Hier, glaube ich, kommt man hin. Genau, hier ist der Brunnen an der Einzel. Da könnt ihr runterfahren. Genau, da könnt ihr runterfahren. Genau, da kommt ihr hier raus. Dann müsst ihr hier rüber. Hier durch und dann geht's hier rüber und hier ist dann der Bossfight. Gut. Und so viel dazu. Jetzt kommen wir zum Blitzspeer des uralten Drachens. Halleluja, Schwester. Und der Blitzschlag auch des uralten Drachens. Also beide sehr, sehr mächtige Zauber und jetzt zeige ich euch, wo ihr die findet. So, meine lieben Freunde, hier bekommt ihr diese zwei Zauber. Denn wenn ihr hier langlauft, wird der uralte Drache hier landen und gegen euch kämpfen. Bei mir kommt er jetzt natürlich nicht. Ich habe das leider offstream gemacht, muss ich dazu sagen. Das ärgert mich im Nachhinein ein bisschen. Weil es war ein richtig, richtig geiler Kampf, der 20 Minuten gedauert hat. Ich habe nicht, bin kein Nahkämpfer. Ich war damals, glaube ich, Level 100 Magier. Das war eine richtig, richtig harte Nummer, die ich mit ihm hier abgezogen habe. Wie gesagt, für die Nahkämpfer, der ist wirklich hier. Und das ist absolutes Endgame-Gebiet, meine lieben Freunde. Absolutes Endgame-Gebiet. Ihr seht das, wo wir hier sind. Die verfallene Stadt. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Drachentempel, keine Ahnung, wie diese Stadt heißt. Könnt mir ja gerne mal das in die Kommentare schreiben. Also hier ist richtig, richtig was los. Das ist absolutes Endgame-Gebiet. Und mein Tipp an dieser Stelle, natürlich, falls ihr hier seid in der Drachen, viele haben mir geraten, beim Livestream hier mal durchzuflitzen, habe ich auch gemacht. Das Schöne ist, ihr habt hier gleich einen Ort der Gnade. Na, einen Ort der Gnade, den ihr benutzen solltet und benutzen könnt. Ich habe halt mit Fernattacken halt immer wieder was gemacht. Ich bin halt immer wieder hier hin, wieder zurück, wieder hier hin, wieder zurück. Ne? Also er wird hier mit ganz viel Feuer um sich werfen. Und der ist richtig, richtig heavy, der Drache. Und es gibt noch einen schlimmeren. Aber wie gesagt, von hier aus bekommt ihr, wenn ihr den besiegt habt, bekommt ihr das Buch des uralten Drachen und damit auch die Zauber. Bam, mega geil. Ja, damit reist ihr natürlich zurück. Also macht das gleich, weil die sind extrem stark. Nicht, dass das irgendwie verfällt oder ihr macht irgendwelchen Mist mit dem Einzelnen, der euch noch Zauber übersetzen kann, damit ihr sie auch lernt. Also reist dann wirklich gleich wieder zur Kirche zurück und dann habt ihr alles am Start.
für im Prinzip dieses Bild. So, wir gucken uns dann natürlich gleich nochmal die Rüstung an. Bei den Rüstungen ist es so, ich habe das einfach gewählt, weil diese Ritter ursprünglich an den Drachen, an den uralten Drachen geglaubt haben und nicht an die goldene Ordnung. Na, das zeigt es auch. Also, das ist schon richtig, richtig gut. Und es ist ein schweres Kampfbild an dieser Stelle mit, ja, 100% physischen Schutz, aber dazu gleich mehr. Und noch zurück, was ich vorhin gesagt habe, für die Drachenaufrufung des Uraltdrachens. An dieser Stelle, ihr kommt ja hier hoch, der große Aufzug von Dektus. Dann ist hier, altes Plateau. Und wenn ihr hier euch auf den Weg hoch macht, dann kommt der Drache oder kann der Drache kommen. Wie gesagt, bei mir kam er, Alter, auch hier, der uralte Drache, ne, und wollte mir hier auf die Nuss gehen, wo ich zu der Kirche des Stromrufers wollte. Und natürlich ganz zum Schluss, weil hier oben im Schneegebiet habe ich ihn gar nicht gesehen. Ganz zum Schluss hier drüben, ne, bei dieser, keine Ahnung, No-Name-Stadt, die zerfallene Stadt. Verfallenes Biestgrab, keine Ahnung, ja, genau hier, wie gesagt, auf diesem Weg, hier wird er euch richtig auf die Nuss gehen. Und meine Empfehlung ist, von hier aus wirklich durchzulaufen und von hier aus zu kämpfen. Das ist so das Wichtigste. Okay, das war jetzt nochmal, wie gesagt, zu diesem Blitzschlag des uralten Drachens. Und total geil. Blitzender Speer des uralten Drachens. Also die machen da auch ordentlich Banane und ihr seht, sie kostet natürlich auch ein bisschen FP. Okay, gucken wir uns jetzt mal die Rüstungen an. So, die Rüstungen. Da könnt ihr es wirklich halten wie ein Dachdecker. Ich persönlich, ich habe die Rüstung des Lendell, Ritterrüstung genommen. Die geschworen haben, die königliche Hauptstadt zu verteidigen, bis ihr Leben ausgesaugt ist. An dieser Stelle, wie gesagt, mich hat die Geschichte einfach fasziniert, dass sie früher an die Blitzdrachen geglaubt haben und bevor die Goldene Ordnung kam, das ist also ganz wichtig. Aber grundlegend bei den Rüstungen könnt ihr das handhaben, wie ihr wollt. Es gibt bisher, habe ich nicht gefunden, schreibt es mir gerne in die Kommentare, kein Rüstungsteil, was das unterstützt. Aber nun kommen wir mal zu den Siegeln, ne? Da gibt es zwei Siegel, die ich empfehle. Einmal ist es das Schlotterstein-Siegel. Es verstärkt die Aufrufung des Drachenkultes. Oder ihr nehmt das hier auch, Verstärkung des Guran. Das funktioniert auch, aber meine Empfehlung ist das hier wirklich, weil die Blitze vom Drachenkult her sind. Und das will ich euch zeigen, wo ihr dieses Schlotterstein-Siegel herbekommt. An dieser Stelle, ihr seht es, das verstärkt halt die Aufrufung des Drachenkultes und damit halt auch den Blitzzauber. Okay, lass uns mal eine kleine Reise machen. Wir befinden uns natürlich in der Hauptstadt Lindell und dort empfehle ich natürlich westliche Hauptstadt Wall. Beim westlichen Hauptstadt Wall ist es ganz einfach. Ihr geht nicht Richtung Drachen, sondern da in diese Richtung müssen wir runter. Genau, so. Und hier können wir einfach runterspringen. Ich empfehle natürlich erstmal hier runter zu springen. Ich könnte auch sagen, vor der Kirche der Unbefleckten oder der Befleckten. Der Befleckten, Unbefleckten, wie komme ich denn darauf? Ja, auch völlig Schnuppe. Wichtig an dieser Stelle ist, hier erstmal den loswerden. Wie gesagt, ich habe meine Waffen, meine Siegel noch in keinster Form irgendwie gelevelt. Die werden natürlich stärker, umso mehr ihr die levelt. So, und da hinten haben wir zwei Soldaten. Den unteren Soldaten, der ist es. Und ihr müsst aber aufpassen, der wird halt von einem Soldaten da oben bewacht, der mit einem Bogen schießt. Also schießt hier mit dem Bogen, lockt ihn ruhig zurück. Ja. Und der droppt im Prinzip das Siegel. Na, das Schlotterstein-Siegel, das findet ihr hier. Und sucht auch unter den Füßen des Steindrachens, weil das ist ja hier der Steindrache, der hier liegt. Und hier unten ist ja auch, wo er gelandet ist, muss man dazu sagen. Da ist er auch. Ich glaube, mein Speer wird auch nicht so weit ausreichen, glaube ich. Nee, reicht nicht. Gut, wenn ich näher rangehe, werde ich dann beschossen, deswegen will ich es gerade nicht machen. Gut, also genau hier an dieser Stelle droppt der
das Siegel. So, da haben wir jetzt endlich alles durch. Wenn es Fragen habt, schreibt es mir natürlich in die Kommentare. Achso, genau, die Talismane. Das ist natürlich noch wichtig. Die Talismane schauen wir uns jetzt auch nochmal an, die ich verwende. So, der erste Talisman ist der Leinwand-Talisman der Gläubigen. Dieser verstärkt Aufrufungen und natürlich, also die Wirkung von Aufrufungen, und natürlich ist das eine Aufrufung, die wir verwenden. Deswegen empfehle ich den natürlich ganz klar. Und den findet ihr hier. Ich stehe direkt davor, vor dem Kristalltunnel von Selja. Hier oben findet ihr das in Gälen an einer Leiche, die von zwei kleinen Hafensängern bewacht wird. Das ist alles. Also hier findet ihr den ersten Talisman. So, den Talisman, den ich verwende, ist der Blitzender Skorpions Talisman. Er stärkt Blitzangriffe, senkt aber die Schadensresistenz. Also kann man machen, muss man nicht. Bei den Talisman ist es sowieso so eine Sache. Das überlässt sich natürlich grundlegend euch. Das sind nur meine Empfehlungen. Und da ich ja so eher auf Blitzangriff gehe, anstatt auf Nahkampf, genauso wie halt auch mit der Rüstung. Ne? Ihr könnt natürlich auch viel, viel flexibler sein, wenn ihr das wollt. Aber ihr findet den Talisman hier in den Katakomben von Vyndrem oder wie das heißt, oder Vyndrom. An dieser Stelle sei aber auch noch gesagt, dass ihr hierfür Schwertschlüssel braucht. Also ihr braucht zwei Schwertschlüssel. Hier einfach reingehen, das ist der Boss, da müsst ihr runter und alles verändern. Denkt bitte hier auch an die Fußfallen, die hier ja rumeiern. Weil, sonst passiert nämlich das hier und da gibt es einige in dieser Katakombe. Na, da ziehen ordentlich ab, diese Blitze. Also hier findet ihr diesen Talisman, ihr braucht dafür aber halt zwei Schwertschlüssel. Okay, gucken wir uns den nächsten an. So, nächstes habe ich euch gezeigt, oder zeige ich euch Radagons Wundsiegel. Das ist das große, was 5 Punkte, also euch ja in Stärke, Geschick und so weiter und so fort verleiht. Ne? Radagons Narbensiegel sind nur 3, Radagons Wundsiegel, das habe ich gerade drinne. Kann man machen, muss man aber nicht, weil im Prinzip halt auch der erlittene Schaden deutlich erhöht wird. Deswegen ist das immer so eine Plus-Minus-Geschichte. An dieser Stelle würde ich aber eher empfehlen, Erbe der zwei Finger. Der erhöht auch nochmal den Glauben. Und auf jeden Fall, was ihr auch noch nehmen könnt, ist zum Beispiel der Krummschwert-Talisman. Verbessert der Abwehrkonter. Aufgrund, dass wir ja mit einem Schild spielen, sind wir ja sehr häufig in der Abwehr. Und wenn wir dann zuschlagen, ist damit halt auch die Stärke gemeint. So, aber Radagons Mundsiegel, das wollte ich euch noch zeigen, findet ihr hier in der Festung Faroth. Okay, gucken wir uns mal den nächsten an, den wir hier am Start haben. Ja, das ist natürlich wieder der altbekannte Drachenschildsiegel. Das ist aber nur Punkt 1. Es gibt auf jeden Fall noch einen besseren. Also ich habe den 1er hier gefunden im Grab des Heiligen Helden. Da habe ich den 1er bekommen. Dann gibt es noch einen 3er, also Stufe 1. Der ganz einfache, der gibt es hier, also Stufe 0. Den gibt es hier im Bestiarium. Dort gibt es den 0er. Wie gesagt, den 1er gab es hier oben, habe ich ja gerade gezeigt. Und dann gibt es noch einen, der noch stärker ist. Und den findet man hier. Soweit bin ich aber noch nicht. Hier irgendwo in dem Gebiet an einer Leiche. Da gibt es den 3. und den stärksten. Okay, gut. Das soll es jetzt erstmal von den Talismanen gewesen sein. Ich werde euch jetzt noch ein bisschen Action sehen zeigen. Ich denke, dann haben wir aber auch wirklich alles erklärt. Und ich möchte mal zurück. Es ist hier zu den Seeklippen, den schönsten Ausblick in ganz Elden Ring oder ja, im ganzen Spiel. Im ganzen Spiel. Okay, also kurze Zusammenfassung. Ich habe euch über die Waffe erklärt, das ist der Baumspeer. Natürlich droppen die Ritter genau diese Rüstung in Lindell, um diese Rüstung zu bekommen. Aber das ist ja wirklich optional. Ich habe euch erklärt, welche Talismane ich nehme. Natürlich auch das Schild. Ich habe euch auch den Skill erklärt, wie ich geskillt habe. Wie gesagt, das ist ziemlich, ziemlich gut. Was mir jetzt halt noch fehlt, was ich aber nicht mache, weil es nicht mein beliebter oder... Ich werde Drachen und Blitze spielen, definitiv noch. Es kommen noch ein Haufen Videos an dieser Stelle. Also das sei schon gesagt, ich schaue gerade mal. Der Kristallmagier, der Eiszauberer wird noch kommen, die Moonzauberei, der Beastzauberer wird kommen, Feuermagier, Blitzmagier habe ich jetzt gerade am Start. God of War wird noch am Start sein. Drachenmagier, die Goldene Ordnung, Karains Ritterorden und Assassin's Creed. Diese Builds werden alle noch kommen.
Checkt natürlich auch meine anderen bisherigen zwei Videos oder drei Videos sind sogar. Ich habe einmal den Gravitationsmagier euch als Video, 40-minütiges Video, Halleluja, Schwester, ganz schön lang, aber halt auch wirklich alles ganz genau erklärt. Die Gravitationszauberei ist nämlich mit einer der stärksten. Und natürlich habe ich euch auch die schwarze Flamme gezeigt. Und zum Abschluss natürlich die Nekromanten. So, das soll es aber erstmal hier gewesen sein von mir. Und jetzt lassen wir es richtig blitzen. Und denkt daran, meine lieben Freunde, wenn euch das gefallen hat, was ich mache, lasst mir gerne ein Däumchen oben da und abonniert meinen Kanal. Bis dahin, bleibt gesund und Semper Fi. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Ab dem 25.02.2022 live Elden Ring auf meinem Kanal in einem interaktiven Livestream. Wollt ihr Fuma loben? Däumchen nach oben. Ein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi. Und schön gesund bleiben.